Es ist also so wichtig, dass euer Verstand wieder Teil des Herzens wird. Lasst diese Verurteilungen sein. Bildet Brücken und keine Mauern. Bringt euer Verstand dazu, mit eurem Herzen zusammenzuarbeiten, wieder Teil des Herzens zu werden. Ja, es bedeutet, man muss sich die Themen anschauen. Ja, es bedeutet, man muss die ganzen Herzmauern, die sich aufgebaut haben, die ihr aufgebaut habt, durch die ganzen Illusionen, durch die ganzen Lügen, durch die ganzen Manipulationen, es muss alles abgebaut werden. Und eine der schlimmsten Lügen, die den Menschen erzählt wurden, aus meiner Perspektive, ist, dass man euch erzählt hat, dass man das Herz verschließen muss, damit man nicht verletzt wird. Das ist die größte Lüge. Ein Herz, was verschlossen ist, ist verletzbar. Nur ein Herz, was verschlossen ist, kann von Astralwesen angegriffen werden. Und weil ihr niedrig schwingt, erfahrt ihr mit einem geschlossenen Herzen blöde Dinge. Wenn euer Herz offen ist, wenn euer Herz im Einklang mit eurem Kopf ist, habt ihr die größte Waffe auf diesem Planeten. Kein Astralwesen kann mehr an euch andocken. Keine Scheiße kann euch mehr passieren. Ihr schwingt dann so hoch, dass ihr über den ganzen Bullshit schwingt, sogar über die Lunar Matrix hinausschwingt, wenn ihr euer Herz mal aufmacht. Das heißt, diese ganzen Lügen und die ganzen Konzepte und die ganzen Ideen, dass man das Herz zumachen muss oder dass das Herz verschlossen ist oder dass ein offenes Herz naiv ist oder irgendwas anderes, das stimmt alles gar nicht. Ein offenes Herz ist ein Lügendetektor. Ein offenes Herz enttarnt jeden Bösewicht. Mit einem offenen Herzen könnt ihr sogar unsichtbar werden. In einer dunklen Straße voll von bösen Jungs sehen die euch nicht, wenn euer Herz ganz weit offen ist und ihr nicht mehr in Machtspielen seid und nicht mehr im Verurteilen seid. Kein einziger Fluch kann euch mehr berühren. Nichts kann euch mehr passieren, wenn ihr in einem offenen Herzen seid und in der Liebe seid für euch und keine Power Games mehr habt. Das ist der Tod von dem Kabal, weil sie dann nicht mehr angreifen können. Aber sie wollen euch angreifen und deswegen versuchen sie alles, damit ihr eure Herzen zu habt, damit ihr nicht in eure Kraft geht. Und auch durch solche hypnotischen Gedanken wie ich kann mein Herz nicht öffnen oder ich habe zu viel Schuld oder ich muss mein Herz verschließen oder ich muss mein Herz einfrieren oder mein Herz wegsperren oder sonst irgendwas. Diese Codings sind sogar in Filmen. Diese Codings sind in so vielen Radioliedern, die ihr hört, in Musik eingebettet. Hört auf, euch hypnotisieren zu lassen. Steigt aus dieser Hypnose. Das ist der Weg aus der Matrix raus. Dekodiert mit euren Entscheidungen jeden Bullshit, der in euch eingepflanzt ist, den ihr begonnen habt zu glauben. Das ist so wichtig. Euer Herz ist der Schlüssel. Euer Herz in Ko-Kreation mit dem Verstand sprengt die Matrix auf und lässt das Kabal fallen. Das ist die Kraft, die ihr in euch habt. Und ich bin sicher, dass ihr das schafft, das zu reaktivieren. Definitiv. Wie sollte es anders sein? Ihr könnt es nur aktivieren.